Herzlich willkommen zu diesem Lehrvideo, in dem wir uns damit beschäftigen wollen, was eigentlich Hounsfield-Einheiten sind und wie man diese nutzen kann, um auf CT-Bildern verschiedene Strukturen und Gewebe auseinanderzuhalten. Danach werden wir uns mit den unterschiedlichen Fenstereinstellungen bei der CT auseinandersetzen. Und zum Schluss widmen wir uns dann noch den für den Radiologen allseits präsenten Begriffen Hypodens, Isodens und Hyperdens. Wir hatten ja im Video zur CT-Technik schon gesehen, dass die Herren Hounsfield und Cormack im Jahr 1979 den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung der CT-Technik erhalten haben. Aber was sind jetzt Hounsfield-Einheiten? Da die Computertomographie mit Röntgenstrahlen arbeitet, unterscheiden sich unterschiedliche Gewebe auf dem resultierenden Bild anhand ihrer Dichte, weil unterschiedliche Dichten zu unterschiedlichen Schwächungen oder auch Absorptionen von Röntgenstrahlen führt. Das hatten wir im Video zur Projektion und Dichte schon erarbeitet. Wem das nicht mehr oder noch nicht so präsent ist, der sei gerne an dieses Video verwiesen. Um den Einfluss der Strahlungsenergie zu eliminieren und die Absorption von Gewebearten besser miteinander vergleichen zu können, verwendet man in der CT die Hounsfield-Einheit. Die Hounsfield-Einheit, auch HE oder HU für Hounsfield Unit genannt, errechnet sich aus dem linearen Schwächungskoeffizienten μ wie folgt. Damit die Hounsfield-Einheiten zwischen allen Geräten und Aufnahmeparametern vergleichbar sind, werden die Schwächungskoeffizienten hier auf die Bezugsgröße Wasser normiert. Wasser hat per Definition 0 Hounsfield-Einheiten. Der zweite Fixpunkt für die sogenannte Hounsfield-Skala ist Luft. Diese hat per Definition minus 1000 Hounsfield-Einheiten und markiert das untere Ende der Hounsfield-Skala. Nach oben reicht die Hounsfield-Skala bis ca. 3000, wobei dieser obere Wert geräteabhängig ist. Jetzt lassen sich alle Gewebe anhand ihrer relativen Schwächungswerte auf dieser Hounsfield-Skala anordnen. Die typischen Werte für einzelne Gewebearten sind hier einmal dargestellt. Dabei hat Wasser eben 0, Luft hat minus 1000, Fett hat um die minus 100 bis 0 Hounsfield-Einheiten, frisches Blut hat zwischen 70 und 90 Hounsfield-Einheiten und Knochen über 1000 Hounsfield-Einheiten. CT-Bilder werden, wie wahrscheinlich jeder schon gesehen hat, in Graustufen dargestellt. Das Problem ist nur, dass das menschliche Auge sehr viel weniger Graustufen unterscheiden kann, als in so einem Bild enthalten sind, nämlich nur, je nach Literatur, ca. 40 bis 100. Deshalb bedient man sich in der CT-Diagnostik der sogenannten Fenstertechnik, mit der man bestimmte Grauwerte im Bild quasi vergrößert. Dabei wählt man für die untersuchte Region ein sogenanntes Fenster an Grauwerten aus. Alles, was höhere Grauwerte hat als in diesem Fenster abgebildet, erscheint weiß. Alles, was niedrigere Grauwerte hat, erscheint schwarz. Dadurch spreizt man sozusagen die übrigen Grauwerte des Bildes auf einen größeren Bereich auf und blendet alles, was drüber und drunter liegt, aus. Das menschliche Auge kann so die Unterschiede besser wahrnehmen, der Kontrast wird besser. Das Fenster nennt man im Englischen, wie könnte es auch anders sein, Window. Die Größe des Fensters bzw. den Abstand zwischen unterem und oberem Ende des Fensters nennt man entsprechend Window Width, also Fensterbreite. Die Mitte des Fensters, also den Grauwert, um den das ganze Fenster angeordnet ist, nennt man Window Level. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt, sehen wir uns das Ganze an ein paar Beispielen an. Eines der am häufigsten eingesetzte Fenster ist das sogenannte Weichteilfenster. Da Weichteile meist Hounsfield-Einheiten zwischen etwa plus 40 und plus 80 haben, wählt man ein Window-Level von 40 Hounsfield-Einheiten. Die Fensterbreite wird mit 400 Hounsfield-Einheiten festgesetzt. Da die luftgefüllte Lunge ja deutlich niedrigere Hounsfield-Einheiten hat, als durch das Fenster abgebildet werden, wird die ganze Lunge schwarz dargestellt und das Bild enthält so keine wirklich relevanten Informationen über die Lungenstruktur. Die Lunge guckt man sich, wie könnte es auch anders sein, dagegen im sogenannten Lungenfenster an. Dafür wählt man ein Window-Level von minus 650 Hounsfield-Einheiten und eine Fensterbreite von 1500 Hounsfield-Einheiten. Das sieht dann so aus. Hier kann man nun zwar die Weichteile im Thorax nicht mehr so gut beurteilen, wie wir das auf dem Weichteilfenster eben gesehen haben, aber dafür kommt die ganze Lungenstruktur mit all ihren Feinheiten perfekt zur Geltung. Als letztes wichtiges Fenster gucken wir uns noch das Knochenfenster an. Dieses braucht man, um zum Beispiel Frakturen in der CT gut erkennen zu können. Das Knochenfenster hat ein Window-Level von plus 400 Hounsfield-Einheiten und eine Fensterbreite von 2000.
Das sieht dann so aus. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass all diese Fenster rein auf der computergestützten Nachverarbeitung der aufgenommenen CT-Daten beruhen. In einem CT-Datensatz sind also immer alle Informationen über alle Organe und Gewebe enthalten. Das Fenstern dient nur dazu, die relevanten Informationen aus diesem Datensatz für das menschliche Auge sichtbar zu machen. Der Patient muss also dafür nicht mehrfach gescannt werden. Wir enthalten alle Fenster rein im Rahmen der Bildnachverarbeitung. Die Fenster werden meist direkt mitrekonstruiert und ins PACS geschickt, sodass man sich die Bilder direkt in verschiedenen Fenstern angucken kann, ohne dass man sie selber fenstern muss. Meist hat jeder Rechner, an dem Bilder befundet werden, fest einprogrammierte Einstellungen für die Standardfenster. Man kann also meist mit einem Tastaturbefehl zwischen den verschiedenen Fenstereinstellungen hin und her schalten. Das Ganze geht aber im Prinzip auch manuell. Man kann also stufenlos die Fenstereinstellungen so verändern, wie man es gerne haben möchte. Und was hat es jetzt mit diesen Begriffen Hypodens, Isodens und Hyperdens auf sich, die einem in der Radiologie ständig über den Weg laufen? Das ist eigentlich ganz einfach. Man setzt ein Gewebe, eine Struktur oder eine Pathologie, die man beschreiben möchte, immer in Relation zu einer anderen Struktur, um ihre Dichte zu beschreiben. Ist eine Struktur von gleicher Dichte wie eine andere Struktur, so ist diese isodens. Ist sie von geringerer Dichte, ist sie hypodens. Und ist sie von höherer Dichte, ist sie hyperdens. Wichtig ist dabei, dass man auch die Bezugsgröße angibt. Wenn man also zum Beispiel eine Leberläsion beschreiben möchte, reicht es nicht aus, einfach nur hyperdense Leberläsion zu schreiben, sondern man sollte dazu sagen, dass die Läsion hyperdens zum umgebenden Leberparenchym ist. Sonst kann es zu ziemlicher Verwirrung kommen, auch wenn das regelhaft in der Routine passiert. Wir sehen also, dass man solch relativen Begriffe wunderbar einsetzen kann, um die Dichte von Strukturen in der CT zu beschreiben. Eher selten verwendet der Radiologe tatsächlich die absoluten Hounsfield-Einheiten in seinem Befund. Das tut man in der Regel nur, wenn man zum Beispiel nicht sicher ist, ob etwas Wasser oder Blut oder Fett enthält. Dafür hilft es dann sehr, wenn man einfach in die Läsion reinmisst, so wie hier, und guckt, wo die durchschnittlichen Hounsfield-Einheiten sich auf der Skala in etwa bewegen. Fassen wir noch einmal die wichtigsten Punkte dieses Videos zusammen. In der CT verwendet man die Hounsfield-Einheiten, um Dichteunterschiede zwischen verschiedenen Geräten und Aufnahmeeinstellungen vergleichbar zu machen. Die Hounsfield-Einheit wird dabei auf Wasser normiert. Als zweite Bezugsgröße dient Luft. Alle Gewebe reihen sich irgendwo in der Hounsfield-Skala, die je nach Gerät meist von minus 1000 bis plus 3000 reicht, ein. Da das menschliche Auge nur eine bestimmte Anzahl an Graustufen wahrnehmen kann, bedient man sich in der CT der Fenstertechnik, um je nach Zielorgan bestimmte Bereiche der Grauwertskala aufzuspreizen und die Kontraste damit besser sichtbar zu machen. Diese Fenster zeichnen sich durch ihr Level, also die Hounsfield-Einheit in der Mitte des Fensters, und ihre Fensterbreite aus, also den Bereich an Hounsfield-Einheiten, den das Fenster einfasst. Die am häufigsten gebrauchten Fenstereinstellungen sind dabei das Weichteil, das Lungen- und das Knochenfenster. Diese erhält man entweder schon als fertig rekonstruierte Bilder oder man fenstert sie manuell oder auf Knopfdruck selber. Alle Fenster lassen sich aus jedem CT-Datensatz heraus berechnen. Der Begriff Isodens bezeichnet eine Struktur, die die gleiche Dichte hat wie eine Referenzstruktur. Hypodens sind Strukturen mit geringerer Dichte, Hyperdens solche mit höherer Dichte. Diese Begriffe dienen der Beschreibung relativer Dichteunterschiede im Bild und werden sehr häufig gebraucht. Und damit bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zuschauen. Bis bald im nächsten Lehrvideo.